Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin, also lass uns zocken. Schön, dass du da bist. So, wo waren wir? Richtig, Pi wollte uns ja die Geschichte erzählen. Erzähl mir was über den Kapitän. Muffington hat sich zunächst auf eine der Inseln niedergelassen. Diese ist heute noch nach ihm benannt. Aber was auch immer er in der Höhle über sich gelernt hat, eines Nachts hat er es nicht mehr ausgehalten. Er versuchte mit einer kleinen Crew, die Unsatisfied, aus dem Archipel zu segeln. Aber gewaltige Wellen schlugen sein Schiff gegen die Felsen. Einer dieser Felsen war der sagenumwobene Penisfelsen, der heute noch als Fruchtbarkeitssymbol verehrt wird. Also ist sein Teil des Schlüsselsteins vermutlich dort mit ihm gesunken? Vermutlich. Was weißt du über Cockburn? Reginald Cockburn hat mit Lady Gobbledick eine Familie gegründet. Oh, das ist interessant. Seine Tochter hat später den Namen Marley angenommen. Moment, so heißt doch Bobby. Ich sollte sie danach fragen. Cockburn hat also glücklich bis ans Ende seiner Tage gelebt? Er ist durch Sexsucht an einer gebrochenen Hüfte gestorben. Sag ich doch. Ach, was für ein Leben. Hast du mir zugehört? Du stellst Sexsucht gerade irgendwie negativ dar. Ich? Egal. Jedenfalls wurde er auf Muffington Island begraben. Wahrscheinlich mit seinem Schlüsselstein. Was ist mit Lady Gobbledick passiert? Sie ist auf mysteriöse Weise erstickt. Über sie sind kaum Informationen erhalten, außer dass sie mit Cockburn gelebt hat. Hier ist noch ein Tagebucheintrag von ihm. Das Grab meiner verehrten Lady Gobbledick darf von niemandem gefunden werden. Die dunkle Wahrheit darf niemals ans Licht kommen. Nur ich kenne den Weg zu ihrem Grab. Er beginnt auf, da endet der Eintrag. Es fehlt offenbar die zweite Seite. Ich muss diese zweite Seite finden, um zu Lady Gobbledicks Grab zu gelangen und mehr über ihren Schlüsselstein herauszufinden. Was wurde aus dem Marquis? Der Marquis hat nicht verkraftet, was er in der Höhle über sich gelernt hat. Er hat sich in den Vulkan von Kalaua gestürzt. Ups. Das heißt, es gibt keine Spur von seinem Schlüsselstein. Vielleicht ist er zusammen mit dem Typen geschmolzen. Aber du könntest beim Vulkan nach Spuren suchen. Okay, ich habe also 4 Schlüsselsteine zu suchen. Und natürlich die Höhle des kosmischen Wissens selbst zu lokalisieren. Stehen im Dossier noch Informationen, wo sie sein könnte? Es deutet einiges auf Gofuku Island hin. Swingle hat sogar ein paar Koordinaten eingetragen, wo er die Höhle vermutet. Aber selbst wenn du die Höhle und alle 4 Teile des Schlüsselsteins gefunden hast, gibt es immer noch ein Problem. Ich bin zu 6 in der Höhle, dein Akku ist leer, du musst... Das ist gut, ja. Ich muss die Tochter des Bürgermeisters heiraten? Nein, du musst Faith dazu bringen, mit dir in diese Höhle zu gehen. Du meinst, ich muss die gefährlichen, bewaffneten Kannibalespen austricksen, um eine Audienz bei ihrer Königin zu bekommen, die Gedächtnisverlust hat und mich braten will? Genau. So gut wie erledigt. Und ich weiß nicht, Larry, ob das überhaupt eine gute Idee ist, was diese Leute damals in der Höhle über sich erfahren haben. Einige hat es in den Wahnsinn getrieben. Wer weiß, was mit Faith in dieser Höhle passiert. Oder mit dir. Kosmisches Wissen. Selbsterkenntnis. Endlose Genüsse. Diese Höhle könnte auch gefährlich sein. Wir haben keine Wahl, Pi. Faith ist sowieso verwirrt und hat Gedächtnisverlust. Vielleicht verpasst die Höhle ihrem Verstand einen Schubs in die richtige Richtung. Und wenn gleichzeitig ich zu einem sexsüchtigen Perversen werde, dann... Würde sich ja nichts ändern. Hey, ich wollte sagen, dann werde ich damit leben müssen. Bis du an einer gebrochenen Hüfte stirbst oder dich in einen Vulkan wirfst. Mir brummt der Schädel, Pi. Keine Sorge, habe ich alles in deine App eingetragen. Okay. Die Höhle. Audienz, okay. Boah. Die To-Do-Liste wird immer länger. Okay. Ist da noch was? Aufblasbar. Was, Typ? Was für ein aufgeblasener Typ. Also jetzt gerade nicht. Eher generell. Zeigen. Okay. Dann dürfen wir mal jetzt gehen. Gut. Lass uns mit Marley Bobby sprechen. Oder heißt das eigentlich Bobby Marley, ne? So.
Wenn ich die Hölle komische Wesen, weißt du eigentlich, dass ich hier. Das da. Reginald Cockburn ist dein Vorfahre? Stimmt. Wie hast du das denn rausgefunden? Er trägt sein Gehirn in der Tasche mit sich rum, Schwester. Ja, war er. Nicht unbedingt ein Höhepunkt meines Stammbaums. Der Stein unten im Foyer stammt von ihm? Ja. Larry, das muss einer der Schlüsselsteine sein. Okay. Kann ich den Stein aus dem Foyer haben? Der ist echt hübsch. Ich würde ihn nur aus der Hand geben, wenn ich im Gegenzug ein anderes Andenken an Reginald Cockburn erhalte. Vielleicht seinen legendären Siegelring. Der hat angeblich ganz außergewöhnliche Kräfte. Okay. Kannst du mir noch irgendwas über Reginald Cockburn sagen? Es ist nicht ganz so viel über ihn erhalten oder berichtet worden. Er war schwer in Lady Gobbledick verliebt und hat ein ereignisloses Leben geführt. Ich habe mal versucht, sein angebliches Motto als Slogan für Kalauer zu promoten, aber das hat keine Resonanz ausgelöst. Da habe ich es sein lassen. Wie lautete es denn? Was sich bewegt, kann man auch vögeln. Nettes Motto, aber ein schlechter Slogan. Eben. Wo finde ich die Höhle des kosmischen Wissens? So genau weiß das niemand. Der Legende zufolge irgendwo auf Gofuku Island. Ich habe die Touristen dann immer dort auf die Insel geschleppt, um ihnen die Überreste der Hochkultur zu zeigen. Die paar Steinköpfe. Das hat sie ziemlich wenig beeindruckt. Deswegen lasse ich das inzwischen. Aber wenn dort Spuren einer Hochkultur sind... Ich nenne es Hochkultur, weil wir hier sonst nichts haben. Es sieht für mich eher so aus, als wäre vor langer Zeit irgendein Völkchen hier angeschwemmt worden, das die einheimischen Pilze nicht vertragen und komisches Zeug gebaut hat. Und die Gründungsväter waren wohl auch nicht freiwillig hier, sondern sind hier schiffbrüchig geworden. Irgendwie sind ziemlich viele Leute so auf diesem Archipel gelandet. Bei der Höhle auf Gofuku sind jetzt noch ein paar von den Typen, die wegen des Festivals hergekommen sind. Sollen sie ruhig, solange sie nichts kaputt machen. Rein kaufmännisch ergibt das Sinn. Sag ich doch. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Niemand. Ich habe schon verstanden. Genau. Weißt du eigentlich, dass es hier Kannibalinnen gibt? Natürlich. Und das macht dir keine Angst? Ich achte natürlich darauf, dass sie keine Gäste entführen, die besonders zahlungsfähig sind. Aber ich sage mal, wenn jemand deutlich im Rückstand ist... Aber sind Geizkragen nicht besonders zäh? Ich esse sie ja nicht selbst. Mich hast du aber vernascht. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Niemand. Ich habe schon verstanden. Ist der Vulkan eigentlich noch aktiv? Der ist sogar ziemlich aktiv. Deswegen geht dort niemand hin. Natürlich sehen einige durchgeknallte Abenteurer das als besonders große Herausforderung. Aber das ist dann das Problem der Lava, nicht meins. Nein, kannst du mir noch irgendwas? Er war schwer. Wie lautet? Was ich. Nettes Motto. Eben. So, hier. Wo ist denn hier eine Insel mit einem besonders gefährlichen Riff? Wenn ich dir das sage, fühlst du dich herausgefordert, dorthin zu fahren? Vielleicht. Mit deinem sogenannten Floß? Dann sage ich es dir besser nicht. Sonst habe ich dich auf dem Gewissen. Ich gehe jetzt. Aber vielleicht will dann eine andere Frau mit mir Sex haben. Wenn sie sonst nichts griffbereit hat. Boah, das war fies. Wieso soll ich, da will ich nicht hin. Kollege ist nicht mehr da. Okay, dann will ich mal sehen, was ich noch hinbekomme. Ach. Das war nicht schlecht, Renny. Das war nicht schlecht. So, das wollen wir also haben, ja? Da müsste ich erst das Schloss aufbekommen. Das mal 4. Okay. Wir müssen jetzt auf die Insel...
die sind ja doch schon hier, ne? Da. Hey! Was gibt's? Hast du vielleicht eine Ahnung, was aus dem Schrott geworden ist, den ich gesammelt hatte? Schrott? Welcher Schrott? Der da an dem Haken hing. Der in Form eines Floßes? Der Schrott in der Form von Schrott. Den habe ich für dich, recycelt. Ist doch super, oder? Alles für den Planeten. Na, wie geht's dem Vogel jetzt? Ich musste stundenlang schrubben, um das Öl aus seinen Federn zu bekommen. Aber ich habe es geschafft. Das freut mich. Ich habe ihn dann im Dschungel in die Freiheit entlassen. Sogar an einer Stelle, wo ein Weibchen in der Nähe war. Aber als er es gesehen hat, ist er panisch in eine andere Richtung gerannt. Sowas aber auch. Was für ein seltsamer Vogel. Der hatte Trauma. Irgendwo wieder ein Tier in Not? Im Moment nicht. Würdest du mir vielleicht helfen, wenn irgendwo Alarm geschlagen wird? Sorry. Ich habe selbst ganz viele Tiere, um die ich mich kümmern muss. Das ist natürlich ein guter Grund. Wenn du auf Kalaua fertig bist, wo machst du dann weiter? Das weiß ich noch nicht. Ich gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Es gibt schließlich auf dieser Welt immer noch genug Leute, die rücksichtslos durchs Leben gehen. Die immer irgendwo was hinwerfen, umkippen, kaputt machen, mitgehen lassen. Manche Sachen lassen sich halt nicht anders lösen. Was? Nichts. Bis später. Ja. Ich wollte eigentlich zu dem Vulkan. Der ist doch hier auf dieser Insel. Hier vielleicht? Ach. Okay, aber da kommen wir nicht. Na, zur Treppe komme ich nicht, weil mir die heiße Quelle den Weg versperrt. Ist denn noch der Typ noch da? Scheint die Damentoilette zu sein. Oh, ist nicht mehr da. Hinfort mit dir! Das ist gut. Da war was. Orchidee. What? Das stimmt ja. Das stand doch irgendwo in diesem Prospekt, ne? Dass es nur eine Orchidee ist, die nicht giftig ist. Ja, lass uns nach oben. Okay. Larry, ich habe noch etwas aus Swingles Dossier für dich. Na? Der Marquis de Connard, der versucht hat, die anderen von der Unsatisfied zu töten, da gibt es widersprüchliche Informationen. Entweder ist er durchgedreht und hat versucht, sich mit dem Schlüsselstein in den Vulkan zu stürzen, oder Cockburn hat versucht, ihn dort zu töten. Jedenfalls ist der Marquis mit seinem Stein irgendwo am oder im Vulkan verschwunden. Okay, vielleicht finden wir etwas. Hallo? Ein Stromgenerator mit einem Anschluss für Geräte. Da muss ich etwas anschließen, was mit Strom versorgt werden soll. Okay. Sie sieht aus, als könnte sie sich am kleinen Finger irgendwo hochziehen. Hallo. Nettes Outfit. Das ist doch egal. Was? Hauptsache, es hängt nichts im Weg rum. Versuch mal zu klettern, wenn alles an dir rumschlabbert. Endlich mal ein guter Grund für knappe Bekleidung. Ich bin Larry. Larry Leffer. Und ich bin Nora. Kletterst du beruflich? So kann man das nennen. Ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht. Bergsteigerin? Biologin. Was hat das denn mit Klettern zu tun? Wie soll ich sonst an die Viecher rankommen, die ich untersuche? Einige von denen sind echt schnell und flink. Außerdem mag ich die sportliche Herausforderung. Gut für die Bauchmuskeln. Leider greife ich oft daneben und knalle dann runter. Oh.
Was ist dein Lieblingstier? Katze. Was? Einfach nur Katze? Da hätte ich jetzt ein total exotisches Tier erwartet. Ich nehme die Arbeit nicht so gerne mit nach Hause. Guter Punkt. Ich will gern da hoch auf den Vulkan kommen. Was willst du denn da oben? Die Aussicht genießen. Guter Grund. Soll hübsch sein da oben. Ich würde dir ja gern helfen, da hochzukommen. Aber ohne meine Kletterausrüstung geht das nicht. Hier muss irgendwo ein toter Marquis sein. Hast du den vielleicht gesehen? Nein, ich interessiere mich nur für Tatzelgeckos. Für was? Hier auf dem Archipel gibt es viele seltene Arten. Aber einer ist so richtig einzigartig. Und der kann nur an Vulkanrändern überleben. Der langschwanzige Tatzelgecko. Wenn ich den beobachten könnte... Dummerweise fehlt mir ein Teil meiner Kletterausrüstung. Hat wohl meine Schwester Dora aus Versehen mitgenommen. Wo finde ich denn deine Schwester? Ach, keine Ahnung, wo genau die sich nun wieder rumtreibt. Das weiß sie meistens auch selbst nicht. Immer total verplant. Sie hat irgendwas gesagt, dass sie eine bestimmte Pflanze suchen will. Wie hieß die nochmal? Irgendwas mit V. Vagina? Stimmt. Ehrlich? Was? Echt? Vagina dentata. Hübscher Name für eine Pflanze. Ich interessiere mich ja nicht so für Gewächse. Das ist eine Riesenorchidee, die nur an einer Stelle im Archipel wächst. Ist wohl sehr selten und hier schon seit Jahrhunderten heimisch. Aber wie gesagt, davon verstehe ich nichts. Larry, ich habe hier eine Stelle aus Swingles Dossier, wo diese Pflanze erwähnt wird. Offenbar hat der Marquis auch diese Pflanze gesucht, weil ihr sexuell magische Kräfte zugeschrieben werden. Wenn der Marquis dort war, gibt es dort vielleicht auch eine Spur von den Schlüsselsteinen. Weißt du genauer, wo das ist? Der Ort liegt im Dschungel auf Gufuku Island und ich habe hier eine genaue Wegbeschreibung. Wir müssen zu einer ganz bestimmten Lichtung. Dann nichts wie hin. Und wenn ihr dort seid, bringt ihr meine Kletterausrüstung mit, ja? Und sagt Dora liebe Grüße. Okay. Ich muss los. Kletterausrüstung. Ja, was denn sonst? Praktisch. Der Vulkanschlund scheint nicht weit weg zu sein. Hätte ich jetzt übersehen. Orchidee. Da wächst eine hübsche Orchidee. Da muss ich sterben wieder. Ja. Ich fasse keine Orchidee mehr. Okay, dann zurück. Aber Moment, wir hatten doch... Haben wir eigentlich noch den Flyer? Beziehungsweise... Was ist das? Eine Infobroschüre über die Insel. Genau. Hier stehen ein paar langweilige Eckdaten über die Geschichte des Archipels. Viele hübsche Bilder, die ziemlich alt zu sein scheinen. Und einiges über die Flora hier. Irgendwo im Archipel wächst ein seltener Pilz mit einer starken Biolumineszenz, der die Herzfrequenz stark absenkt, wenn man ihn isst. Die Orchideen hier sind wohl alle ziemlich giftig. Nur eine Art, die eine einzelne blaue Blüte und spitz zulaufende Blätter hat, tötet einen nicht, wenn man sie anfasst. Ich will gar nicht wissen, was es da noch für gefährliche Tiere hier gibt. Alles klar. Also, nur wenn sie blau ist, sonst fassen wir keine Blume an. Warum? Warum laufe ich denn? Wir können doch jetzt reisen. Zwar weiß ich noch nicht wohin, aber mal blind. Ist das egal wo? Pi, warum ist diese Insel eigentlich nach Muffington benannt? Das ist doch einer der Gründerväter. Ich glaube, das war die einzige Insel, die noch keinen Namen hatte. Na immerhin. Was gibt es hier sonst noch? Die Gründerväter haben hier viel Zeit verbracht. Und Reginald Cockburn soll hier begraben liegen. Vielleicht findest du eine Spur von ihm. Und ich muss irgendwie mit Faith reden.
Sie und die anderen Kannibalinnen müssen mir vertrauen. Kannst du noch was über Muffington Island erzählen aus dem Dossier? Die Insel gilt auch als Geisterinsel. Eine gruselige Schwesteroberin soll hier rumspuken. Oh, spannend. Vielleicht finde ich sie ja. Apropos gruselig, der da hinten sieht schon etwas bedrohlich aus. Ja. Okay. Oh, ein Männerskelett. Das ist zu weit weg. Okay. Sogar für Kannibalinnenverhältnisse etwas außergewöhnlich. Dann reden wir mit dir. Hallo? Ich bin Larry. Hallo, mein Name ist Otis. Du scheinst ziemlich mutig zu sein. Warum? Ich meine, du bist doch ein Mann, oder? Und wie? Eigentlich müsste ich dich jetzt in unser Gefängnis werfen. Nicht nötig, da war ich schon. Was? Nichts. Naja, ich mache mal eine Ausnahme. Gefällt es dir in diesem Stamm? Naja, geht so. Ich darf nicht im Dorf wohnen, sondern habe meine Hütte hier außerhalb. Warum das denn? Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass ich anders bin als die anderen Kannibalinnen. Dabei bin ich schon seit der Gründung des Stammes dabei. Und, also, ich glaube ja, du bist... Wie formuliere ich das am einfühlsamsten? Du bist eindeutig ein Mann. Ich würde wetten, dass du deinen Schniedel in der Hose hast. Du bist mindestens mal divers. Du bist mindestens mal divers. Hä? War das so richtig benutzt, Pi? Bin ich sensibel genug? Total, Larry. Du bist unglaublich sensibel. Sensibel reimt sich auch auf Schniedel. Pi? Bist du noch da? Nein. Ich habe mich bei deinem Gerede in den hintersten Winkel meines Speichers verzogen. Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Jedenfalls, Ich bin so durcheinander. Ich weiß nicht so genau, was ich eigentlich bin. Das ist alles so verwirrend. Du musst lernen, dich selbst zu akzeptieren. Dann weißt du über den kleinen Kerl. Machen wir das erstmal. Du musst lernen, dich selbst zu akzeptieren, genau. Wie du bist. Wie das denn? Du musst deine... Erzähl dir meine besten Tricks. Nein, das... Nein! Ich erzähle dir meine besten das Tricks, die man drauf umkriegt. Dann sag mal. Ja, das lässt sich jetzt nicht einfach so in einem Satz zusammenfassen. Ich hab Zeit. Also nun, das ist eigentlich ein ganzes Seminar, das ich abhalten müsste. Na, dann verrate mir wenigstens deinen besten Trick. Wechseln wir lieber das Thema. Bevor er merkt, dass das doch nicht dein Fachgebiet ist? Ruhe. Eigentlich wollte ich... Du musst lernen, dich selbst zu akzeptieren, wie du bist. Wie das denn? Das wollte ich hier anklicken. Du musst deine maskulinen Eigenschaften akzeptieren. Das Problem habe ich selbst auch. Aber ich habe irgendwann einfach annehmen müssen, dass meine maskuline Virilität keine Grenzen hat. Man kann als Mann auch seine Vorzüge haben. Aber die anderen verhalten sich so komisch mir gegenüber. Die Gesellschaft hier hat einfach Ansprüche an mich, die ich nicht erfüllen kann. Wenn du dich selbst attraktiv findest, dann tun das auch andere. Ja, da ist schon was dran. Schön gesagt, Larry. Schön gesagt. Was weißt du über den kleinen Kerl im Gefängnis? Oh, den finde ich irgendwie gruselig. Der guckt immer so komisch und leckt sich dabei über die Lippen. Und wohin der sich überall greift. An solche Körperstellen käme ich gar nicht ran. Der hat mich letztens so zur Weißglut getrieben, dass ich ihn geschnappt und gewürgt habe. Aber das gefiel dem sogar. Ich habe sofort aufgehört und da war er richtig enttäuscht. Er meinte, er hätte fast eine sexuelle, außerkörperliche Erfahrung gehabt. Hoffentlich ist er bald dick genug, damit wir ihn essen können und ich seine Stimme nicht mehr hören muss. Was kannst du mir über die Schwester Oberin erzählen? Die Schwester Oberin?
Du solltest besser nicht über sie reden. Sie ist immer in der Nähe und beobachtet uns. Wenn wir irgendwas tun, was ihr nicht genehm ist, passieren schlimme Dinge. Warum tut ihr nichts gegen sie? Wenn das so leicht wäre. Auf mich hat sie es besonders abgesehen. Ich bin ihr Neffe. Ach was? Sie nennt mich jedenfalls so und meint, in ihrer Familie seien alle ordentlich. Also müsste ich das auch sein. Okay. Ich muss weg. Ist keine Gliedmaßen, die du nicht kennst. Also, ich weiß nicht, aber das könnte ja nicht einer von den Gründervätter sein. Okay. Damit kann man wieder in See stechen. Ja, richtig, ja, okay. Was ist, wenn die mich... wir können immer rein und raus. Herr Larry! Ich habe das Dossier gefunden. Oh, wie schön. Ich hoffe, es hilft Ihnen bei der Suche und wir können dann beide die Höhle genießen. Sicher. Brauchst du noch irgendwas? Oh, ich langweile mich schon ein wenig. Aber ich vertreibe mir die Zeit mit meiner ausgeprägten Fantasie und mit der Planung, welche Spielereien ich als nächstes ausprobiere. Wussten Sie schon, dass man ganz außergewöhnliche sexuelle Erfahrungen machen kann, bei denen der Geist kurzzeitig den Körper verlässt? Eine außerkörperliche Erfahrung? Ich bevorzuge sexuelle Erfahrungen in meinem Körper. Sie wissen ja nicht, was Ihnen entgeht. Ich muss dringend weg. Ach, wie schade. Okay. Sie wirkt so schüchtern. Was? Wie bist du rausgekommen? Ich habe nur die Toilette gesucht. Zurück mit dir. Ach so, läuft das. Wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, habt einen schönen Tag.